und herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend aus Klagenfurt. Da bin ich wieder, der Gebhard, mit der nächsten Folge unserer Reihe Das AMC 1x1 Gebhard erklärt. Und heute geht es um das Thema Schnellkochen, um den AMC SecoQuick in der neuen Serie, in der Serie M30 Smart. Wir haben ja schon ein Video mal produziert, auch für YouTube, für den Vorgängerdeckel, für das Vorgängermodell. Viele interessieren sich für den neuen AMC Schnellkochdeckel. Darum erkläre ich euch heute, was er kann, wo er überall drauf passt, was tun, wenn es einmal nicht so funktioniert, wie man ihn richtig reinigt, wie man ihn wieder zusammenbaut und vor allem die vielen, vielen Möglichkeiten, was man damit alles kochen kann. Ich werde euch auch eine Kleinigkeit nebenbei zubereiten und mit dem beginnen wir jetzt einmal. Und dazu habe ich mir hier schon die Kochtöpfe vorbereitet. Wir schwenken hier auf das Kochgeschirr. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe hier, ihr seht es hier, zwei von den AMC SecoQuicks liegen. Nämlich einmal den SecoQuick 20 cm und einmal den SecoQuick 24 cm. Ein Klassiker, was ganz oft damit gekocht wird und was alle AMC-Kunden lieben, ist zum Beispiel ganz simpler Reis. Und das möchte ich jetzt nebenbei euch zubereiten. Die Rezeptur ist denkbar einfach. Man braucht dazu einen AMC-Topf. Ich habe hier eine Tasse Langkornreis, nehme dazu dieselbe Menge an Flüssigkeit, in diesem Fall jetzt Wasser. Bei einem Risotto könnte das jetzt natürlich auch Prosecco sein. Ein Tipp auch, man kann es auch mit Mineralwasser machen. Ich schalte mal meine Kochstelle ein auf Stufe 6. Also wer keine Navigenia hat, stellt es euch jetzt bitte vor, das ist eine normale Herdplatte, wie man auch daheim kochen kann. Was wir jetzt noch dazu brauchen, ist etwas Salz, damit wir Geschmack reinkommen, und AMC-Gewürze, das AMC Exotica. An dieser Stelle auch wieder mein Tipp, bitte niemals in Edelstahlgeschirr, und das betrifft nicht nur AMC, bitte niemals kaltes Wasser salzen. Ich habe jetzt hier, damit es schneller geht, heißes Leitungswasser genommen. Die Temperatur genügt schon, das heißt, ich darf jetzt schon würzen. Salz kommt rein, das ist übrigens ein AMC-Kochshow-Geschenk, das man sich als Gastgeber holen kann, eine Salzmühle. Es kommt dazu ein AMC-Gewürz, das AMC Exotica, lieben wir zu Hause, unter anderem auch mit Curry. Und für alle, die es noch nicht wissen, unsere Gewürze sind zu 100% vegan und salzfrei. Und seit kurzem gibt es sogar 9 verschiedene Geschmackrichtungen. Unter anderem auch ein sensationelles Gewürz für Barbecue mit Räucheraromen. Verwendung des Schnellkochdeckels, ganz einfach, erst zusammengebaut. Wie man ihn zerlegt, zeige ich euch dann gleich später. Er wird in einer beliebigen Stellung aufgesetzt. Ganz wichtig, leicht niederdrücken, die Verschlussschraube drehen und damit ist er bereits geschlossen. Wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten, wie wir den Kochprozess da drinnen steuern, den Garprozess. Der SecoQuick ist ein Druckbehälter, so wie es auch klassische Schnellkochdeckel früher waren, allerdings mit ein paar ganz gravierenden Unterschieden. Der SecoQuick beispielsweise kocht nicht bei 170 bis 190 Grad, sondern nur bei 113 bis 118 Grad. Das heißt, wir haben eine viel, viel niedrigere Temperatur und damit aber auch die Möglichkeit, eine Vielzahl an Speisen zu kochen, die man mit anderen Schnellkochdeckeln nicht machen kann. Ein klassischer Schnellkochdeckel war geeignet für Fleisch, für Kartoffel, für Bohnen. Die können wir auch sehr, sehr schnell kochen. Beispielsweise Käferbohnen in 15 bis 18 Minuten oder ein Rindsgulasch in 15 Minuten. Wir können aber auch schonende Gerichte zubereiten, zum Beispiel Reis, so wie ich ihn hier jetzt mache, in 3 Minuten Kochzeit. Ich mache das mit unserem Temperaturwecker, mit dem Audiotherm. Dem widmen wir übrigens eine der nächsten Folgen. Und ich mache das jetzt sogar im Automatikbetrieb. Na, wir gehen nur auf Automatik, Audiotherm eingeschalten, das Programm für Reiskochen, in dem Fall heißt das Soft, ausgewählt und die Kochzeit von 3 Minuten durch Tippen der Minustaste eingestellt. Der Navigenio blinkt blau. Der Kochvorgang hat jetzt ganz automatisch gestartet und läuft von A bis Z vollautomatisch ab. Wo passt der AMC SecoQuick drauf, der neue, der AMC M30 Smart? Er passt im Prinzip auf alle AMC-Töpfe in etwa ab Baujahr 1986. Das heißt, Vorsicht bitte mit Geschirr aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren. Da durfte man ihn noch nicht verwenden. Und wer einen so einen alten Topf von AMC noch zu Hause hat und sich nicht sicher ist, ihr könnt das einfach kontrollieren. Und zwar am Topfboden auf der Unterseite ist eine Zahl eingeschlagen und links und rechts von dieser Zahl müssen 2 Sterne sein. Wenn die Sterne dort sind, heißt das, der Topf ist druckgeprüft und dann darf der SecoQuick drauf. Sind dort keine Sterne, dann kontaktiert uns bitte vorher, bevor es das macht,
ist nämlich nicht ungefährlich. Es ist ein Druckbehälter, es ist eine sehr sichere Methode zu kochen, aber es muss der geeignete Topf sein. Bei allen neueren Töpfen kann man ihn verwenden, das heißt, dieser ganz neue Deckel passt natürlich auch bei allen anderen AMC-Töpfen drauf, die man in den letzten 20, 25 Jahren gekauft hat. Was haben wir da oben am Display? Wir sehen hier zwei Kochbereiche, und zwar einen Soft-Bereich und einen Turbo-Bereich. Im Soft-Bereich, ganz einfach erklärt, kocht man alle weichkochenden Gerichte, wie zum Beispiel Nudel, Reis, Gemüse. Im Turbo-Bereich alles, was hartkochend ist, zum Beispiel eben Fleisch, Hülsenfrüchte und auch Kartoffeln. Hier beim Kochen hat mittlerweile der Schnellkochdeckel bereits verriegelt, das heißt die Drehschraube hier lässt sich nicht mehr drehen, das ist absolut kindersicher. Und da ja auch die Griffe nicht heiß werden, kann man auch problemlos den Topf hochheben, wegstellen oder wie auch immer. Beim Aufheizen passiert noch nichts und ihr seht da oben auch vielleicht die Kochzeit mit 3 Minuten. Die beginnt erst dann runterzuzählen, wenn die Endtemperatur erreicht ist. Das heißt, so wie ich es immer sage, Geheimnis von AMC-Kochen, wir heizen Töpfe entweder leer auf, wenn wir fettlos braten wollen, oder hier mit dem Lebensmittel beim Schnellkochen. Und erst wenn die gewünschte Endtemperatur erreicht ist, beginnt die Kochzeit zu laufen. Das ist ein Riesenvorteil, weil damit wird uns der Reis immer in 3 Minuten fertig sein. Egal, ob wir eine Tasse Reis drinnen haben oder ob wir in einem großen Topf 10 Tassen Reis drinnen haben, die werden immer in 3 Minuten gekocht sein. Es wird natürlich die Aufheizzeit länger dauern, bis die Temperatur erreicht ist, aber dann geht es schnell. Bei der kleinen Menge, jetzt haben wir die Temperatur übrigens schon erreicht, das heißt die 3 Minuten laufen gleich runter und noch während ich mit euch rede, wird der Reis bereits fertig sein. Wenn man dann am Navigenio kocht, hat man noch einen Vorteil, er hält danach automatisch warm, Basiszeit 1 Stunde, man kann es aber beliebig verlängern. Und was wir auch das nächste Mal zeigen werden, ich müsste auch nicht hier stehen, ich kann diesen Temperaturwecker, den Audiotherm, auch über eine Handy-App steuern. Das heißt, ich kann auch weggehen auf bis zu 10 Meter Entfernung mit Bluetooth oder wenn ich eine WLAN-Verbindung habe, sogar noch weiter. Was macht man jetzt, wenn man dann mit dem Kochen fertig ist? Wie kommt man rein? Da mache ich sehr interessante Erfahrungen bei den Kunden. Viele dampfen dann über dieses Überdruckventil ab. Ich drücke da jetzt einmal drauf, dann kommt der Dampf raus. Das mache ich nicht und das empfehle ich auch, das sollt bitte ihr auch nicht machen. Denn wenn wir da drauf drücken und es ist hier zum Beispiel Gulasch drinnen oder eine Cremesuppe, dann zieht man sich die ganzen Essensdämpfe durch jeden feinen Kanal in diesem Deckel und dann kommt sie raus. Das heißt, ich mache mir den Deckel selber schmutzig. Das zweite Problem, offene Küche verbunden mit Wohnbereich. Man hat dann wieder die Gerüche und die Feuchtigkeit in der Wohnung und das wollen wir ja nicht. Und das dritte Problem, wenn man da drinnen zum Beispiel Eier kocht, denn auch das kann man machen, oder zum Beispiel Kartoffel in Schale überdampft und man drückt hier drauf auf das Überdruckventil, dann platzen die, dann springen die auf durch den schnellen Druckabbau. Das heißt, die richtigen Methoden, um den Deckel aufzubekommen, um den Topf öffnen zu können, weil wie gesagt, er steht ja unter Druck, wäre erstens in eine Spüle Wasser reingeben und den Topf reinstellen oder in die Spüle stellen und Wasser drüber fließen lassen oder die dritte Möglichkeit zum Beispiel bei Suppen oder anderen Gerichten, wo die Garzeit nicht ganz so wichtig ist, einfach stehen lassen und warten, bis er drucklos wird. Dann kann man nämlich auch die Garzeit verkürzen und alle, die den Schnellkochdeckel haben oder sich dafür interessieren, man bekommt bei Lieferung eine Liste, eine Tabelle mitgeschickt und da gibt es immer 2 Zeitangaben, den Seco-Quick-Betrieb und den Seco-Quick-Sparbetrieb. Seco-Quick-Betrieb bei Reis würde heißen 3 Minuten kochen und dann in die Spüle und abkühlen. Seco-Quick-Sparbetrieb würde heißen 20 Sekunden und dann stehen lassen und warten, bis er sich öffnet. Der Vorteil, sehr, sehr stromsparend. Wir sind hier auch schon in der letzten Minute, das heißt, es wird gleich piepsen und dann ist der Reis hier auch schon fertig. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man den Deckel richtig serviciert und wartet. Es ist nicht so, auch ist auch ein wertvoller Gegenstand, braucht natürlich seine Pflege. Wenn man fertig ist mit dem Kochen, sollte man immer die Dichtung rausnehmen. Das geht hier am Umfang, haben wir einmal eine unterbrochene Stelle, da mit dem Finger oder mit einem Löffelstiel rein und die Dichtung kann man dann ganz einfach rausnehmen. Auf jeden Fall abtrocknen dann, dass er nicht feucht ist, dann hat man auch weniger Geruchentwicklung. Die zweite Sache, die ich jetzt machen kann, wenn man ihn zerlegen möchte, die Mutter öffnen von Hand. Inzwischen piepst es hier. Ich schalte jetzt nur den Zeitwecker aus, damit es nicht weiter reinbimmelt. Nehme den Audiotherm ab und stelle mir jetzt den Topf einmal auf die Seite, damit ich mit euch hier leichter erklären kann. Was man auch macht, ist zwar jetzt heute nicht das Thema, Navigenio von Stufe Automatik bitte immer auf Stufe 0 ausschalten. So,
Ich habe jetzt hier also beim Seco-Quick bereits die Mutter geöffnet, schraube die runter, drehe ihn jetzt um und kann den Deckel auseinanderstürzen. Hier haben wir den Innenteil, der darf so wie er hier ist in den Geschirrspüler. Also der soll sogar so abgewaschen werden von Zeit zu Zeit, sonst hat man hier in den Fugen und Ritzen immer wieder Schmutz drinnen und das beginnt dann auch zu riechen. Den Außenteil mit dem Visiobar, mit der Temperaturanzeige, bitte nicht in den Geschirrspüler geben. Ihr dürft es nicht vergessen, wenn ihr ein bisschen sorgsam damit umgeht, hat man das Ding 20 bis 30 Jahre im Einsatz. Es genügt innen, die Kondenswassertropfen rauszuwischen, dass er trocken ist, aber durch die vielen Jahre und immer wieder in den Geschirrspüler würden die Kunststoffteile hier außen vergilben, grau werden, unansehnlich werden und das wollen wir nicht. Wir wollen einen schönen Deckel auf Dauer haben. Fehlerquellen, die immer wieder passieren können. Man kann natürlich nicht zerlegt kochen. Der Deckel hat übrigens 1, 2, 3, 4 Sicherheitsventile. Das heißt, es müssten alle Ventile versagen, damit hier überhaupt irgendetwas passieren kann. Und auch dann gibt es noch eine Sollbruchstelle, nämlich die große Hauptdichtung, die würde dann brechen und der Dampf würde nach unten entweichen, aber niemals dem Kochenden entgegenkommen. Wo ihr bitte aufpassen müsst, was manchmal passieren kann, hier gegenüber von der Verschlussschraube ist eine schwarze Gummikappe. Wenn diese Gummikappe fehlt, funktioniert der Seco-Quick nicht. Dann bitte euren Berater anrufen, dann braucht ihr eine neue Gummikappe. Auch wenn die Gummikappe aus irgendeinem Grund nicht hier drauf ist, sondern beim zweiten Ventil, das machen Männer manchmal, wenn sie neugierig sind, der gehört also wie gesagt hierher, genau gegenüber von der Verschlussschraube. Zweites mögliches Fehlerquellchen, das passieren kann. Wir haben hier drinnen zwei Druckventile. Eines ist nur eine Gummischeibe, bei der zweiten ist ein Metallstift drinnen. Den seht ihr hier. Und wenn man aus irgendeinem Grund diesen Stift verliert, zum Beispiel beim Abtrocknen mit einem Geschirrtuch rauszieht, dann funktioniert auch nicht mehr, dann baut der Deckel keinen Druck mehr auf, dann wird es ständig hier oben beim Überdruckventil rauspfeifen. Wenn das passiert und der Stift noch auffindbar ist, dann steckt es ihn bitte wieder hier bei diesem Ventil hinein. Von der anderen Seite sieht man es leichter. Beim kleinen Ventil gehört der Metallstift hinein und nicht beim großen Ventil. Sollte er ganz verloren gehen, gilt wieder Berater anrufen oder auch wenn es euch selber die Reparatur nicht zu machen traut. Unser Kundendienst in Wien steht zur Verfügung. Erfahrene Berater wissen auch selbst, wie man dann weiterkommt. Also hier bitte einfach melden. Zusammenbauen kann man den Deckel nicht verkehrt. Man nimmt wieder den Oberteil, setzt dann den Innenteil ein, also in der Mitte auf diesen Stift draufsetzen, die Schraube hier reindrehen. Das geht auch nur in einer Position. Und dann wieder von Hand die Mutter festziehen. Also nicht fest anknallen, aber von Hand festziehen genügt vollkommen. Die Dichtung hat eine gezackte Seite, da wo ich jetzt den Finger habe, die gehört dem Deckel nach unten. Das heißt, anders gesagt, die offene Seite, diese offene Lichtlippe, muss zu euch schauen. Solltet ihr allerdings die Dichtung verkehrt einlegen, überhaupt kein Problem. Ihr werdet dann nämlich feststellen, dass ihr den Deckel nicht mehr auf den Topf raufbringt, weil dann die Bauchhöhe der Dichtung zu hoch wird. Und das ist eigentlich alles, was man mit dem Seco Quick macht, was man machen sollte. Da kann absolut nichts passieren. Ich schwenke hier jetzt mal schnell rum. Da steht unser Topf mit dem Reis. Wir haben hier noch immer Druck drinnen, das heißt, die Temperaturanzeige ist immer noch im Bereich, wo wir jetzt den Deckel nicht aufkriegen. Das heißt, die Schraube ist immer noch gesperrt. Ich zeige es jetzt einmal, was man dann zu Hause nicht macht, damit es jetzt im Video einfach schneller geht. Wenn ich hier drauf drücke, kommt hier Dampf. Und das mache ich mit meinen Deckeln ein bis zweimal im Jahr und das empfehle ich auch euch. So reinigt man den Schnellkochdeckel. Und zwar, man nimmt einen AMC-Topf, gibt einen halben Liter Wasser rein, Zitrone oder Essig dazu, dann aufheizen bis fast auf Maximum, bis auf das Turbofenster nach oben und dann am besten raus in den Garten, raus vor die Haustüre und dann über das Überdruckventil so lange abdampfen, solange hier Dampf kommt. Dann zieht man sich nämlich das Essigwasser durch alle feinen Kanäle und macht den Deckel sauber und nicht schmutzig und dann riecht er wieder frisch und dann hat man auch die Verschmutzungen in den feinen Ritzen drinnen weg. Man hat es jetzt im Video nicht gehört, es hat hier jetzt gerade geklickt. Das heißt, es kommt hier kein Dampf mehr und jetzt lässt sich der Seco Quick ganz kinderleicht mit zwei Fingern öffnen. So ist er offen und wenn ich ihn jetzt öffne, keine Gefahr, kein Druck, es kann absolut nichts passieren. Ich lasse das Kondenswasser ein bisschen abtropfen und der Reis ist essfertig. Ich kann es euch jetzt auch zeigen. Also, hier haben wir jetzt drin einen wunderschönen Reis. Wenn ich hier mit dem Kochlöffel reinfahre, es klebt absolut nichts am Boden. Der ist körnig, so wie ich ihn gern habe. Kann das jetzt natürlich auch mit Kräutern verfeinern, ein Stück Butter montieren oder was auch immer. Man könnte auch Gemüsereis gleich so kochen in einem. Und wenn ich ihn erst später essen möchte, dann setze ich jetzt einfach den Schnellkochdeckel wieder auf, verriegle ihn wieder
und lasse den Reis so stehen und in einer Stunde oder in einer halben Stunde ist er immer noch auf Esstemperatur und vor allem die Konsistenz des Reises ändert sich nicht mehr. Die AMC-Schnellkochdeckel gibt es mittlerweile seit mehr als 30 Jahren. Die alte Generation war nicht so, wie die neuen Deckel jetzt sind, mit nur zwei Teilen. Die hatten 13 Teile. Das war wie ein Bastel und bei Stammkunden hört man es auch öfter. Ältere Herrschaften, die kommen dann immer zurecht mit dem Zusammenbauen. Für euch alle gute Nachricht, es gibt Eintauschaktionen. Umsteigen auf den neuen Deckel heißt, man bekommt für den alten Deckel eine Abwrackprämie. Klein, groß gilt für beide Größen. Möglichkeit auch noch, die man hat, für einen ein Tipp von mir, wer zu Hause altes AMC-Geschirr hat und jetzt vielleicht eine neue Küche bekommt mit einem Induktionsherd, auch da gibt es die Möglichkeit, Eintauschaktionen. Altes Geschirr zurück, neues Geschirr inklusive Schnellkochdeckeln gekauft und man erspart sich ganz viel Geld. Und für die Kunden, die zwischen 1996 und 2010 gekauft haben, das war die erste induktionsfähige Serie von AMC und die jetzt vielleicht neugierig geworden sind, weil sie auch automatisch über die App temperaturkontrolliert kochen möchten, es gibt zurzeit für die nächsten 3 Monate ein Upgrade-Set mit den neuen Deckeln, mit allen neuen Deckeln, aber ohne die Töpfe. Das heißt, da hat man dann wirklich die Möglichkeit, mit seinem bestehenden Set abzugraden auf die neueste Serie und dann alle Funktionen nutzen zu können. Das war jetzt sehr viel Technik, darum noch ein paar Beispiele, was man damit alles ganz toll machen kann. Wie gesagt, beispielsweise ein Rindsgulasch 15 Minuten, ohne Zwiebelschneiden mit ganzen Zwiebeln. Grillhuhn, 1,5 Kilo Grillhuhn, 18 Minuten Dampfgarn, dann mit dem Navigator kurz überbacken und in einer halben Stunde ist das Grillhuhn fertig. Ich kann da drinnen Rindsrouladen machen in 10 Minuten, man kann aber auch vegetarisch kochen und da hat man eben dann auch noch die Möglichkeit mit unseren Softwaren, mit unseren Siebeinsätzen zu arbeiten. Die werden dann einfach in den Topf reingestellt. Ich kann da drinnen zum Beispiel auch Gemüse dämpfen. Gemüse, Brokkoli zum Beispiel, der normalerweise 15 Minuten am Herd braucht, ist mit der Methode in 2 Minuten fertig. Man kann diesen Korb aber auch vollklauen mit rohen Eiern. In einer Minute sind die hart gekocht. Man kann drinnen tiefgekühlte Würste, Selchwürstel, Frankfurter, was auch immer, einfach reinlegen, über Dampf auftauen. In ein paar Minuten sind die essfertig. Also es gibt eigentlich kaum Speisen, die man mit dem Seco Quick nicht kochen kann. Ein wichtiger Sicherheitshinweis aber bitte noch, weil es manchmal auch schon bei Kunden die Frage gegeben hat. Ihr kennt alle unsere normalen Deckel, mit denen wir Fleisch fettlos anbraten können. Das funktioniert bitte aber nur mit den normalen Deckeln, mit dem normalen Visiotherm, mit dem Anbratfenster drauf. Der AMC Seco Quick, man sieht es jetzt, vielleicht hat kein Anbratfenster. Das ist ein Deckel, der funktioniert auf Basis Druck. Und damit Druck entstehen kann, braucht er Feuchtigkeit. Das heißt, egal welches man Gericht mit dem Seco Quick kochen möchte, es muss auch Flüssigkeit im Topf sein. Wasser, Wein, Fruchtsäfte, egal was auch immer, Milch, aber es muss Flüssigkeit drinnen sein. Man kann mit dem Seco Quick nicht den leeren Topf erhitzen, um dann drinnen Fleisch anzubraten. Das wird nicht funktionieren, das ist im Gegenteil sogar gefährlich. Dazu sei aber auch gesagt, wer bei uns kauft, wer eintauscht oder wer neu kauft, hat automatisch unser Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, der Berater, die Beraterin kommt auf jeden Fall zur Einschulung, zum Testen, zum gemeinsamen Kochen. Wir stellen es auch gerne bei Kochshows und Partys vor. Natürlich auch in unseren AMC-Kochstudios. Seid jederzeit herzlich willkommen, um uns zuzuschauen, wenn wir damit kochen. Ich glaube, es ist eine tolle Sache. Wer ihn hat, wird ihn nie wieder hergeben. Wer ihn noch nicht hat, schade. Schaut es euch an, informiert euch. Er spart sehr viel Zeit, sehr viel Kochkenntnisse. Das heißt, das ist eigentlich auch ein optimales Ding für alle Menschen, die nicht gerne kochen, aber kochen müssen. Wir kochen ja auch regelmäßig auf YouTube und auf Facebook. Schaut bitte rein oder auch auf meiner Seite auf Gebhard Kocht oder AMC Österreich. Da findet ihr viele, viele Kochvideos und ihr werdet kaum einmal ein Rezept finden, bei der nicht mindestens ein Seco Quick im Einsatz ist. Ich hoffe, es war ein bisschen was Wissenswertes dabei. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ihr wisst, ihr könnt mir gerne schreiben, ihr könnt mich anrufen. Wir stehen gerne Rede und Antwort. Und wer vielleicht einen Seco Quick schon zu Hause hat, geschenkt bekommen hat und gar nicht weiß, was der alles kann, wir kommen auch gerne vorbei für ein Auffrischungskochen, für ein Training, für Üben. Oder wer einen alten Deckel hat, dass man uns auch einmal anschauen, was man damit machen kann. Oder vielleicht dann doch umsteigen auf den neuen. Weil ich sage immer, beim Thema Gesundheit sollte man nicht sparen. Und wer arbeiten will, und dazu gehört auch Kochen, braucht ein ordentliches Werkzeug und nicht irgendwas Billiges, das dann eh nicht funktioniert, wenn man es braucht. Und da wissen wir wirklich Top-Qualität. Der Preis ist stolz, aber der Preis ist gerechtfertigt.
denn wir haben immerhin auf den Schnellkochdeckeln 2 Jahre Garantie und 30 Jahre Betreuung für alle Kunden dann hinterher, kostenlos und ohne, dass irgendjemand fragt, warum fragen Sie denn schon wieder. In diesem Sinne einen schönen Abend. Ich habe mich gefreut, wenn ihr dabei wart. Und für Fragen, Kommentare, Tipps, bitte gerne, stehe ich gerne zur Verfügung. Und ich hoffe, wir sehen uns in Kürze wieder und bis dorthin weiterhin schönen Sommer.